Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute wieder zu Sabine Lienek TV. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, die schöne Helena. Der Name alleine klingt schon und hat auch was mit deiner Berufung zu tun. Ich sag Berufung. Als ich gestern mit dir sprach, habe ich gesagt, du machst Naturkosmetik und du gleich, nein, keine Naturkosmetik, sondern Wirkstoffkosmetik. Erzähl mal bitte den Zuschauern und mir nochmal, was ist Wirkstoffkosmetik? Was machst du anders als alle anderen? Wirkstoffkosmetik ist für mich eben pure Wirkstoffe einzusetzen, sie nicht zu vermischen mit Füllstoffen, sie dadurch weniger wertvoll zu machen, sondern wirklich purestes Essen für das Hautorgan anzubieten und es eben nicht zu schmälern. Ja. Du sagst gerade Essen für die Haut. Könnte man deine Kosmetik essen? Kann man das auch essen? Absolut, unbedenklich. Aha. Also sollte mal ein Mangel ausbrechen, ich kann mich lange davon ernähren. Das ist sehr schön. Du sagtest auch, dass du eben viele, viele Stoffe, die die normale Kosmetikindustrie nimmt, dass er die überhaupt nicht verwendet. Mhm. Was ich alles gar nicht wusste, ist, wie schädlich einige Stoffe sind. Ja, ich habe schon oft gehört, klar, Kosmetik ist nicht so gut, natürlich ist nicht so gesund, weil man die Poren voll schmiert und weil da Chemie drin ist in einigen Geschichten. Ich habe aber von dir auch gehört, dass in vieler Naturkosmetik auch Stoffe drin sind, die jetzt nicht so gut sind. Das hat mich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Sag doch mal was zu einigen Stoffen. Du sagtest zum Beispiel was von Glycerin. Mhm. Was ist Glycerin? Was macht das? Wo ist es drin? Beantworte ich sofort. Zunächst mal würde ich gerne mal einen Bezug nehmen auf die Naturkosmetik. Ja. Naturkosmetik als solches ist ein ungeschützter Begriff. Das heißt, ein jeder darf sich das nennen, kann das verwenden, kann das aufschreiben, deklarieren. Es gibt natürlich einen Standard, einen zertifizierten Standard, da ist das schon etwas anders, aber das Wort Naturkosmetik kann in allem Munde sein. Du kannst Erdöl einsetzen, Silikonöle, Glycerin, alles. Ja? Und kannst dich dennoch nach außen hin als Wirkung, kannst du Naturkosmetik draufschreiben. Glycerin an sich kommt in, wenn man auf dem Markt mal genauer schaut, in 99% aller Produkte wird es zu finden sein. Und das beinhaltet alle Gesichtspflegecremes, Körpercremes, Shampoos, Zahnpastas. Überall ist das zu finden und Glycerin per se ist erstmal ein nicht toxischer Stoff. Es ist nur ein Öl wird genommen und wirklich total egal welches, weil manche sagen dann, ja, dann ist das ein pflanzliches Öl als Suggerierung für etwas Gutes. Es ist aus dem Olivenöl, aus dem Aloe Vera, aus dem sonst irgendwas gewonnen. Glycerin ist Glycerin. Es hat eine Struktur und dadurch stets die gleiche Wirkung. Und welches Öl man im Vorfeld dazu zum Einsatz genommen hat für die Herstellung, ist unerheblich. Und dann wird ein Öl genommen, Natronlauge, es wird verseift und es entstehen zwei Teile, einmal die Triglyceride und einmal das Glycerin. Und das Glycerin hat für die Kosmetikindustrie einen sehr tollen Suggestiveffekt, weil in dem Moment, wo ich es mir auf die Haut auftrage, muss sich das zwingend, Glycerin ist ein Wassermagnet, muss sich das zwingend mit Wasser anreichern und liegt oben auf meiner Haut, stört auch meinen Stoffwechsel der Haut, liegt komodogen auf dem Gesicht auf. Und halt, was liegt es? Komodogen. Also, das musst du mal erklären. Ja, das ist ein Wort, was ich jetzt nicht kenne. Komodogen bedeutet immer, es begünstigt die Entwicklung von Mitessern und Pickeln und Unreinheiten. Ach, okay, Komodonenquetscher genau. Oder so, Mitesser ausdrückt. Ah, ja, okay, genau, daher. Das ist genau dieses Wort. Mhm. Und das heißt, es hat einen tollen Suggestiveffekt, kostet sehr, sehr wenig, macht die Herstellung einer Creme dadurch extremst günstig. Du fühlst dich zunächst mal wohl und erkennst nicht, dass dich das quasi mumifiziert. Aha. Und es bringt die Haut in eine Abhängigkeit. Das ist dieser Effekt, wo man sagt, ah, meine Haut ist so schön glatt. Und so, das zum ist Beispiel. Das. Aha. Genau. Ja, und was sind noch für Stoffe drin, auf die wir achten sollen?
Also die Bandbreite ist riesig. Es sind in der Kosmetik über 8000 Stoffe zugelassen. Mhm. Und viele davon haben nicht nur einen Namen, sondern gleich mal viele. Mhm. Erdöl kann durch 12 verschiedene Namen unkenntlich gemacht werden. Und das sind eben so große Bestandteile in herkömmlicher Kosmetik. Glycerin, Triglyceride, Erdöle, Silikonöle. Sag mal einen Ausdruck für Erdöl. Weil Erdöl steht ja da sicherlich nicht drauf. Nein. Also im Englischen kennt man es als Mineraloil, ja, aber Mineraloil, aber die Inki-Sprache bietet verschiedene Möglichkeiten. Paraffinum liquidum, Cera microcristallina, Ozokerit, Vaseline. Vaseline auch? Ja, das ist mit Schwefel gereinigtes Erdöl pur. Das ist Erdöl pur? Ja. Das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Das ist ja im Melkfett ist quasi Erdöl. Das ist ja gemein, das sind so viele verschiedene Worte. Also weiß man ja gar nicht, was da drin ist. Das ist ja ein bisschen Veräppelung. Deswegen reden wir darüber. Ne? Ja. Also du sagst also Glycerin und Erdöl. Gibt es noch einen Stoff, der besonders eine schlimm ist? Unglaubliche Bandbreite, ja. Mhm. EDTA hat nichts da drin zu suchen in Kosmetik. Was ist das? Das ist ein Stoff der Zellmembran, das ist ein chemischer Stoff, der Zellmembran schwächend wirkt. Ich habe noch nie erkannt, den Sinn und Nutzen, diesen Stoff einzusetzen. Mhm. Weil welchen Nutzen hätte er? Ja? Ich kann keinen erkennen, außer dass er vielleicht für die Creme in irgendeiner Weise, dann ist es aber für den Hersteller dienlich, aber niemals für die Haut. Das Hautorgan darf nicht belastet werden durch sonst irgendwas. Sodium-Lauretsulfate ist ein hochgradig aggressiver Garagenbodenreiniger, dient wird in klinischen Studien weltweit als Standard für maximalen Reizwert eingesetzt, ist in eine Konzentration von 15-20% in unseren Shampoos zu finden, in Zahnpastas, in Duschgels, in Handseifen und alle seine Abkömmlinge. Wie heißt das nochmal, dieser Garagen? Sodium-Lauryl-Sulfate oder Sodium-Lauret-Sulfate. In dem Fall ist es noch ethoxyliert. Das bedeutet, es macht meine Haut penetrierbarer, als sie ohnehin schon ist. Okay. Und deswegen findet man ja heute, das wirst du noch viel besser wissen wie ich, wenn man Tumorgewebe untersucht zum Beispiel, ist es auch voll mit Reinmolekülen aus zum Beispiel Parabenen. Und Reinmolekül bedeutet eben nicht, durch die Magensäure und die Leber verändert, also das wird ja dann abgebaut durch den Stoffwechsel. Wenn es durch die Haut geht, ist es ein Reinmolekül, es ist intakt und lagert sich im Gewebe an. Dann erzähl doch mal den Zuschauern, was ihr habt. Was sind eure Produkte? Was sind diese essbaren Produkte? Und wie viel bietet ihr an? Auf welchen, ja, welche Bandbreite? Es sind ziemlich große Bandbreiten. Mittlerweile, ja, also das war unser Anspruch, den Menschen, was Haut betrifft, sowohl Schleimhaut, also sprich eben auch Zähne und Mundinnenraum, von oben bis unten abzuholen. Das war aber ein Anspruch, der sich mit der Zeit entwickelte. Am Anfang, also ich selber hatte mal eine Hauterkrankung im Gesicht punktuell und am Anfang war es unser Anspruch fürs Gesicht, etwas anzubieten. Mhm. Und was hattest du für eine Hauterkrankung? Das konnte man, also ich war bei Hautärzten, Endokrinologen, ich habe alle möglichen abgesucht. Man konnte es faktisch nicht festhalten, es wurde immer unter Stoffwechselerklärung, also vom Gefühl Stoffwechselerkrankung eingestuft. Mhm. Vom Gefühl her war es war sehr, sehr, sehr rau. Es war, die Augen waren punktuell ausgeschlossen, es endete hier und es spannte und ich hatte das Gefühl, meine Haut reißt. Ja? Also so ganz trocken, wie so ein Ekzem? Jenseits vom Trocken, ja. Also du hast nicht alles rot. Probiert, auch Naturheilkunden und so? Natürlich. Praktiker, alles. Ich bin sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Ich habe einen tollen Background in dem Punkt und bin da auch sehr dankbar. Allerdings dem einen konnten sie nicht abhelfen, denn wie auch von innen wurde ich sensationell aufgestellt, also so gut, wie es da halt möglich war. Ja, und die sind schon... Liebe sie für das, was sie für mich getan haben. Aber von außen haben sie mir ja keine Alternative anbieten können. Und und dann war erstmal unser Bestreben. Tatsächlich war es so, dass ich mal an einem Tag wirklich sehr wieder mal so einen starken Leidensdruck hatte. Und manchmal bin ich nachts aufgewacht und musste zwingend etwas auflegen. Und dann habe ich das so einen blöden Tag gehabt und habe dann meine Geschäftspartnerin, Katrin Weiser, ich erzählt, Katrin, heute finde ich so ein ganz blöder Tag. Weißt du, und ich weiß exakt, was in eine wirklichen Kosmetik, in eine Nahrung für das Hautorgan, was da rein soll. Aber ich finde es nicht, ja, in der Form, wie es gebraucht werden würde. Mhm. Und dann guckte sie mich an, ich saß, sie stand und sie sagte, Helena, dann lass es uns doch machen. Und ich war so, ja, was machen? Ich war so komplett bei mir, mit meinem Gesicht, ja. Da war ich total wegfokussiert und sagte, naja, Kosmetik. Und dann sagte sie den Schlüsselsatz, sie sagte, weißt du, Helena, wenn du es suchst, suchen es auch andere.
Ein toller Satz. Ja, und der hat mich erreicht. Ja, sonst hätte ich all das Wissen, das ich über die Jahre und Jahrzehnte angesammelt hätte, ich hätte das nicht genutzt. Also du bist durch eigenes Leid zu deiner Berufung. Das war so der letzte Tritt. Ja, genau. Ja, vorher war es vielleicht auch schon. Hast du dich vorher dafür schon interessiert? Ja. Wie ist überhaupt dein Weg? Das würde ich dich auch gerne nochmal fragen. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ja, sage ich gleich. Ich sage nur, wir haben 32 Produkte aktuell. Das ist sehr schön. Wir gehen dann nachher auch nochmal drauf ein. Ich habe die Frage ja unbeantwortet gelassen. Wir werden nämlich noch ein paar Bilder zeigen, vorher, nachher. Und du wirst dann auch noch so ein paar Produkte sagen. Aber für mich ist es jetzt auch interessant, weil du hast jetzt darüber erzählt, du hast diesen Ausschlag im Gesicht gehabt und bist so jetzt zu deiner Berufung gekommen. Ja. Was hast du vorher gemacht? Gab es da auch schon so, so leise Töne in diese Richtung oder nicht? Oder hast du die ganze Zeit nicht drauf gehört? Musste der Paukenschlag kommen? Der Paukenschlag musste definitiv kommen, sonst hätte ich das ungenutzt gelassen. Tatsächlich begonnen hat es damit, war mit 19, habe ich eine Frau in Amerika im Endstadium Krebs, die als austherapiert nach Hause geschickt worden. Und ich dachte mir damals, als ich gefragt wurde, ob ich sie begleiten würde, war ich mir sicher, ich mache Sterbebegleitung. Also ich meine, sie war wirklich Endstadium Krebs. Also das war auch deine Berufung oder war es dein Beruf, Sterbebegleitung? Nein, das war in dem Moment, es kam einfach zu mir. Okay. Ja. Ich war dort vor Ort, ich hatte den Raum und die Frage kam und ich dachte, ja, okay, also ich kannte es schon, also Krankheit, ich glaube, jeder Mensch kennt es, in meiner Familie gab es das auch, in einem größeren Ausmaß, deswegen war mir das jetzt nicht unvertraut und dann dachte ich, ja, okay. Und als ich dann bei ihr war, also ich war mir sicher, also ich habe nie damit gerechnet, 36 Kilo auf Morphium, einfach 36 Kilo? Ja. Also auch nicht Endstadium, mehr absolutes Endstadium. Ja. Und sie lernte eine Therapieform kennen, das war damals Dr. Görsen, hat eine Klinik in New Mexico, also die besteht immer noch, jetzt, ich weiß nicht, ob seine Tochter Charlotte Görsen war nicht für ihn, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und die haben eben eine Therapieform, in der sie eine wahnsinnig tolle Heilungsrate bei austherapierten Patienten haben. Und in eine der Voraussetzungen, die Therapieform ist sehr umfangreich, aber eine der Voraussetzungen ist, keine Kosmetik zu nutzen. Und, also gar nicht? Gar nicht. Dürfen sich auch nicht die Haare waschen, Zähne putzen? Sie nutzen eine Kernseife, das ist alles. Aber nicht zum Zähneputzen. Nee. Also tatsächlich kann ich mich nicht mehr erinnern, womit sie ihre Zähne geputzt hat. Das ist jetzt schon eine arge, Es gibt schon 27 Jahre her. Asche oder was auch immer. Ne? Ja, aber das ist natürlich ungewohnt. Ne? Erstmal überhaupt keine Kosmetik zu. Ja, und ich war jung und ich bin eine Frau. Ich bin schönheitsaffin und Helena. Tatsächlich hat mich meine Mama danach benannt. Ja. Die hat den Film geschaut und hat gesagt, sollte es eine Tochter werden, damals konnte man das ja noch nicht im Vorfeld Nomen wissen. Ist Omen, ja, das ist so. Und dann war es so. Ja, und was habe ich erzählt? Dann Amerika, warst du, genau. Und das war total interessant für mich. Ich meine, ich war mehr als fasziniert zu sehen, wie die Frau gesundete, aber es war für mich so spannend. Ich habe dann immer mit einem deutschen Arzt, der dort auch ein ehemals austherapierter Krebspatient gearbeitet hat, schon seit 10 Jahren, und mit dem habe ich mich immer wunderbar unterhalten und ganz viel über Kosmetik. Das war mir natürlich das Interessanteste schlechthin. Ne? Ich habe ja langfristig gedacht. Sie müssen ja auch was darüber gewusst haben. Nicht umsonst haben Sie gesagt, Kosmetik einfach weglassen. Was hast du denn da gelernt? Das würde mich jetzt auch mal so interessieren. Ich meine, die Frau ist vom Krebs wieder gesund geworden. Also sie war ja im letzten Stadium. Was hat es mit bewirkt? Die Ernährung wahrscheinlich auch? Die Therapieform ist sehr umfangreich. Also sie trinken 11 frisch gepresste, alles bio. Es muss auch jeder Saft separat einzeln frisch gepresst sein. Säfte am Tag. Sie machen 7 Kaffeeeinläufe am Tag. Sie essen Unmengen, weil sie sagen, der Krebspatient braucht viel Nährstoffe, kann aber von 100% nur 10 verwerten, also bieten sie quasi 1000 an, entgiften dabei gleichzeitig sehr, sehr stark, und dann macht es logischerweise keinen Sinn, wenn ich mit Kaffeeeinläufen so intensiv reinige Leber und meinen Körper und gleichzeitig mir von außen Chemikalien auftrage, ist das quasi eine, dann ist das
das ist so, wie wenn ich eben Geld zum Fenster rausschmeiße. Mhm. Ne? Das ist genauso sinnvoll. Und da, und so war das, ja. Und deswegen sagen, aber ich habe das ja nicht nur bei denen dann gelesen. Ich meine, ich habe mich später da immer weiter gebildet und informiert. Es gibt so viele, die Dr. Hulda Clark sagt das auch. Ja, und ja, klar. Und viele, viele andere. Das ist überhaupt kein Einzelfall. Aber ich habe es eben über diesen Weg kennengelernt. Ne? Mhm, das ist schon interessant. Und er hat mir eben, um die Frage jetzt noch zu beantworten, ja. Er hat mir sehr viel nahe, also mir ist nahegebracht, die Haut als ein Organ zu betrachten, mhm. Die Haut in den Funktionen zu erkennen, die unser ganzer Körper hat, eben die Entgiftung, die nicht zu beeinträchtigen in keinster Weise durch keinen Füllstoff, durch keine Auflagerung, durch nichts, was eben reingeht, denn alles, was durch die Haut geht, ist ja direkt in der Blutbahn, ist ja kein Organ mehr vorgeschaltet, dass es reinigen würde, eben den Organismus und das Hautorgan als solches nicht zu belasten und gleichzeitig, wenn ich jetzt pflege, es mit wirklich reinen Nährstoffen zu pflegen, dienlichen, untoxischen, also nicht toxischen. Ja, ist klar, nicht giftigen. Genau. Die Entgiftung spielt ja eben auch eine große Rolle. Ich weiß es ja eben auch so von meinem Beruf, wenn von innen ziemlich viel Gifte sind. Das heißt, wenn die Leber nicht mehr entgiftet, macht sich die Haut auf. Und da haben wir dann diese Phänomene. Und dass jetzt diese Wirkstoffkombination so gut wirkt, das finde ich jetzt ganz toll. Weil wir behandeln ja immer von innen und sehen dann auch die Resultate. Auf jeden Aber ihr Fall. Behandelt auch von außen und seht auch ganz tolle Resultate. Ausschließlich von außen. Ja, eben, ausschließlich von außen. Du hast mir hier noch so ein paar schöne Patientenbilder mitgebracht. Kundenbilder. Kundenbilder, ja. Da zum Beispiel Rosacea. Ich halte das mal so ein wenig in die Kamera. Man sieht hier Rosacea, es ist ganz, ganz rot das Gesicht. Auch die Nase ist immer angeschwollen. Mhm. Also die Patienten, die leiden sehr. Und wie lange, ich kann das jetzt auf den Kopf. Sechs Monate war es in diesem Fall. Nur sechs Monate. Dann sieht die Frau wieder so aus. Das finde ich also auch genial. Das ist das erste Bild. Dann hier auch gegen Falten könnt ihr was machen, wie ich das so sehe. Also nicht wir, sondern die Haut. Und also, wenn die Haut gut ernährt wird, dann macht sie die das schon selber. Die Wirkstoffkombination, das habe ich jetzt gelernt. Ja. Ich werde nicht Naturkosmetikerin sagen. Also man sieht ja auch eindeutig, dass es sich sehr, sehr stark verbessert, auch innerhalb von sechs Monaten. Mhm. Das heißt, was wird denn hier gemacht, wenn Ampullen aufgetragen oder so? Wir haben eine sehr puristische Pflege im Sinne, nicht im Sinne der Wirkstoffe, die sind gut ausgeklügelt und immer in der bestmöglichen Dosierung für die Haut. Aber wir bieten zum Beispiel drei verschiedene Cremes an und ein Serum. Das Serum ist unser Herzstück. Mhm. Und um das reihen wir die Cremes und eine Reinigungsmilch. Also sehr, die Haut ist, als wenn man es als Organ betrachtet, dann weiß man, ich muss eben die Cremes, zwei habe ich so gestrickt, haben wir so gestrickt, dass wir sie entzündungshemmend nährend geschaffen haben. Ja. Und eine haben wir so geschaffen, dass sie ausschließlich stark nährend ist für die besonders bedürftige Haut. Mhm. Und das Serum ist volle Wirkstoffe, die entzündungshemmend darauf einwirken, aber auch Dass sie wieder, dass die Haut wieder normal wird. Remodelliert. Ja, jetzt. Dass wieder heute so wird. Schon viel geredet. Ja, ja, wie früher wird sozusagen. Ja, ja. Du erzählst gerade, ja, dass ihr etwas gegen Entzündung habt. Was denn für Stoffe? Oder ist das geheim jetzt? Um Gottes Willen. Also, wir haben auf unserer Webseite das sehr, sehr gut beschrieben. Und man darf ja auch nur wirklich schreiben, was wissenschaftlich fundiert ist. Ja? Also, ich darf das Wort entzündungshemmend nicht benutzen, außer es beruht auf einer Studie, weil das ist ja, gilt als eine Art Heilungsversprechen. Mhm. Akne gilt als ein Krankheitsbild. Und das heißt, aber wir haben das sehr gut recherchiert. Wir haben das mehrfach rechtlich prüfen lassen. Es ist wirklich schön zu lesen, weil wir viel geschrieben haben. Und zum Beispiel, was super wirkt, sind Liposome. Liposome sind in Hautzellen sehr verwandt und können in die tieferen Schichten die anderen Wirkstoffe noch mit sich nehmen und wirken sehr stark entzündungshemmend. Oder ein Wildrosen-Hagebuttenöl hat eine starke entzündungshemmende Wirkung. Genauso wie ein Macadamia-Nussöl. Das verfügt über ein Enzym. Mhm. Das hat man bislang nur in dieser Nuss gefunden. Und das wirkt speziell eben auf solche Geschehen ein. Das ist natürlich super nährend. Auch ich sage immer, wir sind, Hautkrankheit ist keine Qualifikation, um sich vernünftig das Hautorgan ernähren zu können. Ja? Also es ist für jeden sinnvoll. Man muss nicht erst so weit kommen, dass man einen Bedarf hat in dieser Form. Ja, hier haben wir nochmal so ein Bild, Neurodermitis. Man sieht diesen roten Hals, der dann auch so faltig ist. Und hier sieht man das Ergebnis nach nur 22 Tagen. Ja. Das ist sensationell. Also ich finde, unser Körper, der ja so, der strebt ja nach Heilung und der ist selbst regenerativ. Hier auch und niemand weiß das besser. Wochen.
Ist und ein niemand Junge, weiß, ne? Ist das ein Junge, sieht so? Das ist ein Mädchen. Ach, das ist ein Mädchen, aber noch jung, ne? Ja, Kind? 6 Jahre. Ja, eben. Bei Kindern funktioniert das auch ganz toll. Jetzt noch mal meine Frage, bleibt das auch so oder müssen die immer cremen? Hier haben wir noch mal, ich zeige also mal ganz schnell zu Ende. Akne, man sieht, ne? Sehr geplagt. Die Jugendlichen sind häufig sehr geplagt von Akne. Kennen es noch von tatsächlich mir. 22 ich war früher schon, auch ja. sehr geplagt in jungen Jahren. Und hier sieht man nach nur 2 Monaten das Ergebnis. Ist also auch ganz toll, finde ich. Ja, und hier kommen wir nochmal zu den Falten. Aber auch hier sieht man das nach 13 Tagen, 23 Tagen und nach 8 Wochen. Also das ist das Endergebnis. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die im Vorfeld war. Weiß ich jetzt momentan auch gar nicht mehr. Wo waren das? Ja, jetzt. Uns fällt eine neue ein. Ja, mit Sicherheit. Also ich finde das sehr spannend, weil eigentlich geht es ja in eine heilende Richtung. Deswegen ich weiß ich die Frage wieder. Ja, okay. Ob die Haut das immer braucht. Ja, das war die letzte Frage genau. von mir, stimmt. Und es ist so, ich kann es, wenn ich den Körper anschaue, ich kann selbstverständlich 6 Wochen Bräußfasten machen. Mhm. Ich kann meinem Körper durchaus mal die Form geben, ich gebe dir nichts und du entgiftest hübsch, das ist schön. Mhm. Aber er wird sowieso irgendwann wieder essen müssen. Mhm. Und in diesem Sinne, unser Körper braucht Nährstoffe und da die Haut ein Bestandteil des Körpers ist und ein Organ, braucht auch sie Nährstoffe. Ob sie sie in welche Dichte und Regelmäßigkeit sie braucht. Also ich finde so eine Art Frühstück und Abendessen ganz vernünftig. Ja, okay. Mhm. Und ja, dann. Also man könnte es als Tagespflege dann immer noch einbauen, ne? Naja, diese Produkte klar. sowieso. Ja, jetzt würde ich noch mal sehr gerne was über diese Palette wissen. Du hast auch gesagt, ihr habt auch Zahncreme, Mundwasser, alles Mögliche. Ich erzähle mal was zu Zahncreme. Ja, ich habe ganz viel allem was erzählt. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, unsere Zahncreme finden wir auch, wir finden alle unsere Produkte sensationell. Ja, das ist gut. Aber die Zahncreme ist auch toll. In dem Sinne, wir müssen ja für jedes Produkt einen Keimbelastungstest machen, um ein sicheres Produkt auf den Markt zu bringen, für den Verbraucher. Und das bedeutet, ein Keimbelastungstest bedeutet, ich nehme 1 Gramm Produkt, impfe das mit knapp 7 Millionen verschiedenster Bakterien, lege das in eine sehr günstige Lage, also Wärme, für die Bakterien für 4 Wochen hin und nach 4 Wochen muss in dem Gramm Produkt nicht mehr 7 Millionen, für Haut muss dann unter 1000 Bakterien muss man angekommen sein, für Schleimhäute unter 100. Mhm. So stark muss man dann konservieren auf eine bestimmte Dauer hin, die man sich vorher festlegt, damit das dann ein sicheres Produkt gibt, das ich auf dem Markt entsprechend deklarieren kann. Wir haben die Wirkstoffe in der Zahnpasta und im Mundwasser so gut kombiniert, dass wir komplett konservierungsmittelfrei und wir nehmen immer den medizinischen Test, also wir wählen nicht den kosmetischen Keimbelastungstest, sondern den medizinischen Keimbelastungstest. Wir waren nach einer Woche unter 10. Wow. Und das völlig konservierungsmittelfrei. Was das natürlich für die Gesundheit einer der Schleimhäute im Mund bedeutet, ist ganz großartig. Ja, ja, Karies ist ja auch ein Bakterium, also man kann sich ja vorstellen, wie gut es da wirkt. Und es sind eben auch da, wir setzen eben keine Füllstoffe ein, keine Entfeuchtung. Ich finde, es ist ja ein Unding im Mund, Glycerin einzusetzen, dass meine Schleimhaut entfeuchtet. Schleimhäute müssen ja noch feuchter sein, ja, wie Haut per se. Und es macht keinen Sinn, ja. Oder auch der Süßungsstoff Sorbitol entfeuchtet noch mehr. Mhm. Also da ist immer, Süßungsmittel sind immer in der Zahnpasta drin. Ja, sonst wird es keine in den Mund schmeckt. Tun. Ja, genau, damit es ganz angenehm schmeckt. Ja. Ne? Und ihr habt dann Birkenzucker gewählt. Genau. Ne? Das ist natürlich toll, ja. Weil Birkenzucker ist überhaupt kein bisschen kariös. Nein, das im Gegenteil. Das ist ganz wunderbar. Ja, ja. Im Gegenteil. Ist auch sonst auch, ich verwende es zum Beispiel auch in der Küche und so. Ich auch. Und auch, wenn ich Kaffee trinke. Perfekt. Das ist also ganz, ganz toll. Das finde ich sehr schön, dass ihr das man macht. Man muss sich aber langsam dran gewöhnen. Also ja, man kann Durchfall davon bekommen. Das stimmt. Ja, man muss also ich habe mich ganz langsam nicht gesteigert. Nicht tütenweise gleich reinschütten, ja. Aber es schmeckt auch wirklich angenehm, finde ich. Passt, also, ja. Es gibt ja auch so andere Sachen, so wie Stevia oder sowas. Das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack. Nee, das hat so, das schmeckt nach... Ja, das habt ihr gut gewählt, ja. Genau, das ist bitter und es hat irgendwie, das hat so einen ganz seltsamen Nachgeschmack. Mhm. Also zumindest für mich. Manche Leute lieben das ja. Mhm. Dann habt ihr auch so ein Mundwasser, was ich auch schon kennenlernen durfte. Mhm. Hat einen sehr angenehmen Geschmack und kann man das Zahnfleisch damit auch so schön massieren. Mhm. Das ist auch sehr gut.
Also wir empfehlen es als Standard, im Standardgebrauch einfach einen Schluck Wasser, 3 Tropfen. Es ist Konzentrat, das heißt, man hat hier keine Literflasche, sondern ein kleines Fläschchen, auch schön portabel überall. Und da ist zum Beispiel ein Wirkstoff drin, den Augentrost kennt man ihn heute, nannte man früher Zahnwehkraut. Und ich hatte letztens mal ein bisschen hier empfindliches Befinden und dann habe ich das pur aufgetragen. Das hat es tatsächlich sofort gemildert. Komisch, Augentrost kenne ich von bei Augenkrankheiten jetzt, aber es ist auch wieder was Neues für mich, dass es auch bei Zahnweh hilft. Dann habt ihr auch Deos, ne? Ja. Was sind da besondere Wirkstoffe drin? Weil da gibt es ja auch sehr viel Gift. Auch ein unkonserviertes Produkt. Also manche Produkte, zum Beispiel alle Produkte, die keinen Wasseranteil haben, benötigen auch keine Konservierung. Und beim Deo ist es so, da haben wir Kokosöl. Kokosöl durch die Laurinsäure schafft schon mal ein gutes bakterielles Klima unter meinem Arm. Natron wirkt geruchsneutralisierend, Maisstärke wirkt feuchtigkeitsabsorbierend. Und entsäuert, das Entsäuerungsmittel. Sehr schön. Ja, das weiß ich jetzt. Ja. Und Kokos und Natron und sonst noch? Und die Maisstärke und einen Duft, dass das angenehm ist, ganz zart und der ist unfassbar ergiebig und hochwirksam. Also eines meiner schöneren Erlebnisse war, ich habe letzten Sommer einen Biker kennengelernt und dann mit Lederjacke und er sagt, ich bin den ganzen Sommer mit der Jacke und so, da war der Härtetest, war super. War der Härtetest. Also es hält, ja? Ja. Und das Deo hält. Ne, auch und es vergiftet eben nicht. Ja, das ist das Schöne. Das ist, es hält, was es tut, was es tun soll. Ja. Auch unter extremsten Bedingungen, aber es vergiftet mein System nicht. Okay. Ja, also man kann ja das alles im Internet auch nachlesen. Du hast es ja auch gesagt, ich habe auch schon mal reingeschaut und habe auch gesehen, es ist alles sehr schön beschrieben. Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, was wünschst du dir oder auch deine Firma, was wünschst du dir für die Zukunft? Ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich, ne? Ihr habt jetzt ganz schön reingepowert. Und ja, du hast es nebenher gemacht, hast du mir auch erzählt. Also ja, wir haben ganz klein angefangen. Wir haben jedem mal 150 Euro eingelegt, haben dann eine Creme hergestellt, haben das vorgestellt und haben so eine Resonanz gefunden, dass wir uns ganz schnell einen Lohnhersteller gesucht haben. Eine ganz großartige Firma möchte ich, wenn ich darf, würde ich gerne mal, das habe ich nämlich noch nie erzählt. Das könnte dann Schleichwerbung sein, wenn wir jetzt hier Namen. Achso, nein, ich werde keinen Namen okay, nennen. Nö, ich möchte Namen nur sagen, dass ich da auch, wir sind ein mittelständiges Unternehmen und dieser Mann und diese Firma, die haben ein riesen Know-how, das ist ein toller Partner mit uns. Was schön ist, er ist super ehrlich und arbeitet auch mit der Lebenshilfe und das ist für mich ganz toll, weil ich finde, das ist schön auch menschlich. Ne? Ja, und das ist so, wie er das mal erzählt hat, ne? Wenn er hat welche vor Ort und dann lagert er auch aus und er sagt, und dann falten die das und der eine so und die sind so glücklich und der letzte poliert. Das ist für mich, als ich das damals dann so richtig erfasst habe, das hat mich zusätzlich glücklich gemacht. Ja? Wie lange hat es denn gedauert, dass ihr jetzt dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid mit euren Produkten? Wir haben das eben selber aufgebaut. Wir haben zum Beispiel Investorangebote gehabt, die wollten wir nicht, denn wir wollten nicht, dass jemand uns sagt, hey, mach doch mal ein bisschen Glycerin rein, ist etwas günstiger, habt ihr mehr Marge, sonst also viel, viel günstiger. Wir haben das wirklich aus Passion und du hast es richtig. Berufung. Und zwar haben wir das 3 Jahre in Vollzeit, wir waren Vollzeit beschäftigt, 2 alleinerziehende Mütter und haben uns haben dann nach 3 Jahren uns in die komplette Selbstständigkeit gegangen. Ja, und so sind wir jetzt heute in der glücklichen Lage, das zu tun, was wir lieben. Und wenn ich einen Wunsch formulieren kann, ist eben, das würde ich gerne weiter tun, das ausbauen. Und das Schöne ist, es ist so bereichernd, denn wenn die Menschen dann so glücklich sind, das ist für mich unfassbar toll, ja, dass wenn sie auf mich zukommen und sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ja, wie wichtig, das sagt man so lapidar, sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen. Oh, mit der Haut kann man sehr viel verbinden. Die Seele hat ja auch damit zu tun. Ne? Wenn als die Seele Ausdruck, weint, dann hat man auch Hautprobleme des Öfteren. Ja, das ist ganz wichtig. Ich finde das auch toll, wie du das dokumentierst. Ich habe es ja gestern auch in deinem Handy gesehen. Du machst viele Fotos von deinen Patienten viele Verläufe aber auch. Also faktisch kann ich sagen, ich persönlich habe noch nie ein Foto gemacht. Das hier sind alles selbstgeschossene, also Selfies. Ja? So, die Menschen machen sich Bilder. Entweder lassen sie sich fotografieren. Ich kann sagen, die meisten diesen Menschen habe ich, ich bin
mittlerweile, wir haben selbst in Japan und dort und da schon beraten. Das ist ja schön, dass es eben Skype gibt und andere Sachen. Und ich kenne die meisten gar nicht persönlich in natura. Ich begleite sie am Telefon und sie schicken mir diese Bilder. Und manche, so wie diese, haben mir die Erlaubnis gegeben, das einzusetzen, weil sie sagen, das Tolle, was mir passiert ist, das darf doch ruhig gesehen werden als Inspiration für all die anderen, die sich das auch wünschen. Ja, du hast mir gestern auch erzählt, dass du dir wünschst, noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen auch, ne? Mehr Vorträge, also, könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dir, weil du kannst wirklich viel erzählen über die Geschichte und Aufklärung tut Not. Also alles, was du mir heute auch so erzählt hast, da wusste ich vieles auch überhaupt nicht. Muss das ist ja auch sagen. Nicht bekannt. Ist überhaupt nicht bekannt. Nein. Es gibt so die eine oder andere Sendung mal, die mal in die Läden geht und mal so ein bisschen was anreißt. Aber was es fürs Hautorgan bedeutet, final, das wird nicht wirklich erzählt. Und ja, ich mache Vorträge schon seit 3 Jahren und möchte das gerne noch ausbauen. Ich bin in Schulen schon eingeladen gewesen, also in herkömmlichen Schulen, wo für die Kinder, so ab der 9. Klasse, da haben die oft das Thema Hautorgan. Ich war in Kosmetikschulen, ich mache Vorträge sonst wo, wo ich gefragt werde, wo man es sich gerne anhören möchte. Ich bin da wirklich sehr dankbar für die Plattform, und die man dann gibt. Und ich stelle zur Verfügung, was ich weiß, und der andere stellt die Plattform zur Verfügung. Ja, mir fällt da gerade noch was ein, so ganz spontan. Es gibt ja so viele schöne Messen, wo so Natursachen vorgestellt werden, sogenannte esoterische Messen oder sowas. Wäre für euch vielleicht auch mal interessant, euch da mal zu zeigen. Und da könntest du auch Vorträge halten. Das ist sehr gerne, und wir haben ja erst angefangen. Es war uns erstmal wichtig, diese Produkte herzustellen. Das war viel Entwicklung, Recherche. Es war ja Wissen da, aber es muss dann noch, welche Stoffe gehen gut miteinander. Wenn man eine bestimmte Wirkung haben möchte, welche muss man kombinieren miteinander? In welcher Dosis ist es gut für die Haut? In welcher ist es nicht mehr gut? All diese Dinge mussten zusammengebracht werden, das hat Zeit gebraucht. Und wir haben den Menschen eben von oben bis unten erstmal abgeholt jetzt. Und der nächste Step ist, weil Marketing oder sowas haben wir noch gar nicht gemacht, der nächste Step ist jetzt tatsächlich auch eben in die wirklich präsent zu werden und das da anzubieten. Also ich denke, das wird sich finden. Ja? Die Menschen finden, haben uns bisher gefunden, wir haben sie gefunden, und es wird sich weiterfinden. Und in diesem Weg gehen wir einfach, tatsächlich sind wir bisher quasi mitgeschritten. Ja? Ja. Das war einfach schön, dass sich dort eine Tür geöffnet hat und da, und ja, so sitze ich heute hier. Ja, also das passt sehr gut in Naturheilpraxen rein. Ne? Arbeitet ihr auch schon mit Heilpraktikern oder Naturheilärzten zusammen und sowas? Ja. Ich kann sagen, wir sind mit Heilpraktikern, Kosmetikerinnen kommen jetzt auch sehr stark nach, weil natürlich, Heilpraktiker haben eher den Wunsch, die sehen die Haut eben als Organ, wenn eine Thematik da ist. Wunderbar. Oder eben auch den Menschen, wenn sie den schon von innen gut mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder was auch immer aufstellen, dann haben sie nicht den Wunsch, dass sie das von außen wieder vergiften. Das ist das eine. Kosmetikerinnen sind eher an der Wirkung interessiert, die wir da jetzt eben auch gezeigt haben. Deswegen werden wir da auch immer beliebter, was uns freut. Ja. Und wie gesagt, Krankheit ist keine Voraussetzung. Es ist Hautorgan bleibt Hautorgan, ob erkrankt oder nicht, braucht Nahrung. Das Schöne ist ja, dass es wirklich rundherum ist, also für die Gesundheit und für die Schönheit. Ja. Das heißt also, wir können euch nur empfehlen, den Zuschauern, ja, dass sie eure Produkte nutzen, eben für die Schönheit und für die Gesundheit, sodass man sich wohl in seiner Haut fühlt. Ja. Das ist das primäre Ziel. Ich danke dir, dass du hier warst, und es war ein sehr schönes Gespräch, und ich habe viel Neues erfahren und lernen können. Ich wünsche dir für die Zukunft auch alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich auch.